Liebe Kolleginnen und Kollegen, in diesem Video beleuchten wir das Thema Learning Analytics im Hochschulkontext aus einer didaktischen Perspektive. Detaillierte Informationen zu den hier behandelten Inhalten finden Sie im Handbuch unter Modul 1. Learning Analytics ist ein Konzept, das Lehr- und Lernprozesse unterstützt, indem es Daten über Lernende und ihren Lernkontext erhebt, aggregiert, analysiert und auswertet. Um eine differenzierte Datenanalyse im Hochschulbereich zu gewährleisten, wurden 4 Bezugsdimensionen identifiziert. High-Level Analytics umfasst Analysen mit administrativer und organisatorischer Funktion, die insbesondere für die Hochschulentwicklung genutzt werden. Zum Beispiel Daten für Hochschulrankings. Academic Analytics unterstützen administrative Prozesse innerhalb der Universitäten, sind aber nicht direkt mit Lehren und Lernen verbunden. Beispielsweise Aufzeichnungen zu der Prüfungsaktivität innerhalb eines Studierendenjahrgangs. Educational Data Mining zielt auf das Erkennen einzigartiger Muster innerhalb von Daten ab. Es geht hier um die automatisierte Steuerung von Lernprozessen sowie um die Vorhersage und Verbesserung akademischer Leistungen von Studierenden. Learning Analytics ist die Dimension, die sich auf die Analyse von Daten zur Unterstützung des Lehr- und Lernprozesses konzentriert. Diese Daten werden in Lernmanagementsystemen wie Moodle generiert und sollen Lehrenden und Studierenden dabei helfen, ihre Lernaktivitäten und Resultate auf Grundlage digitaler Daten einzusehen. Das Projekt Learning Analytics Studierende im Fokus setzt sich damit auseinander, wie Studierende von Daten zu ihren Lernaktivitäten profitieren können. Das Qualifizierungsprogramm vertieft dementsprechend das Thema Learning Analytics. Kommen wir nun zu den Funktionen und Zielen von Learning Analytics. Learning Analytics unterstützt die Lehre durch das Sammeln, Analysieren und Interpretieren von Daten zu Lernenden und ihrem Lernkontext. Dies ermöglicht es Lehrenden, ihre Lehrmethoden und Materialien sowie die Lernumgebung zu optimieren. Durch die Datenanalyse können auch Ressourcen effizienter genutzt werden, um den Studienerfolg zu steigern und die Dropout-Rate zu senken. Die Ergebnisse der Analysen dienen auch der Lehr- und Lernforschung sowie der Studienberatung. Studierende können durch Learning Analytics ihre Lernstrategien verbessern und ihre individuellen Lernprozesse optimieren. Learning Analytics ist ein Tool, das Ihnen und auch den Studierenden dabei hilft, Lehr- und Lernprozesse aufeinander abzustimmen. Es ermöglicht Lehrenden, Lernbedarfe der Studierenden zu identifizieren und ihre Kursstruktur entsprechend anzupassen. Dabei sollten Sie die Perspektiven der Lernenden berücksichtigen, um personalisierte Lernwege zu ermöglichen. Learning Analytics kann auch helfen, die Lernaktivitäten der Studierenden in Echtzeit zu dokumentieren, Feedback zu geben und den Lernfortschritt besser einzuschätzen. Darüber hinaus kann es dazu beitragen, die Effektivität von Lernumgebungen und Lernmaterialien zu evaluieren und bei Bedarf anzupassen. Die Verwendung von Learning Analytics kann somit die Lehre kontinuierlich verbessern. Aus einer bildungswissenschaftlichen Perspektive gibt es jedoch Aspekte, die eine kritische Betrachtung im Zusammenhang mit dem Thema fordern. Ein zentraler Bereich, der besondere Aufmerksamkeit benötigt, betrifft Fragen des Datenschutzes, der Privatsphäre und des Vertrauens aller Beteiligten in Bezug auf die Sicherheit und Transparenz der erhobenen Daten. Darüber hinaus müssen Überlegungen angestellt werden, um die Relevanz der gesammelten Daten zu bestimmen. Diese lassen sich anhand von verschiedenen Faktoren bestimmen. Zum einen ist es wichtig, dass die Daten sinnvoll und aussagekräftig sind. Dazu müssen sie valide und reliabel sein und relevante Aspekte des Lernens erfassen. Ein weiter wichtiger Faktor ist die Integration von Learning Analytics in die Lehre. Um die Vorteile von Learning Analytics nutzen zu können, müssen Lehrende und Studierende in der Lage sein, die Daten zu interpretieren und entsprechende Schlüsse zu ziehen. Eine erfolgreiche Integration von Learning Analytics setzt daher voraus, dass Sie und auch die Studierenden die Kompetenz erwerben, die Ergebnisse der Analysen in die Gestaltung der Lehre einzubeziehen und Anpassungen vorzunehmen, um den Lernprozess zu optimieren.
Eine angemessene Einbindung von Learning Analytics in die Lehre erfordert jedoch auch die Berücksichtigung der möglichen Nachteile, wie zum Beispiel der möglichen Beeinträchtigung der Privatsphäre der Studierenden. Im Hinblick auf Learning Analytics ist es von entscheidender Bedeutung, das Kosten-Nutzen-Verhältnis zu berücksichtigen. Die Vorzüge von Learning Analytics wie die Möglichkeit, durch gezielte Interventionen das Lernen zu unterstützen und individualisierte Lernangebote bereitzustellen, sind gegeben. Doch mit der Erhebung und Analyse von Daten geht auch die Herausforderung einher, dass Datenschutz- und Ethikrichtlinien strikt eingehalten werden. Letztlich besteht auch die Gefahr, dass die Nutzung von Learning Analytics zu verringerter Chancengerechtigkeit in der Hochschulbildung führt. Studierende, die aufgrund ihrer sozialen oder kulturellen Hintergründe weniger digitale Spuren hinterlassen, können benachteiligt werden. Wenn bestimmte Merkmale wie beispielsweise das Geschlecht oder der kulturelle Hintergrund bei der Datenanalyse nicht berücksichtigt werden, können daraus Vorurteile entstehen und damit eine ungerechte oder diskriminierende Behandlung bestimmter Gruppen von Studierenden erfolgen. Im letzten Abschnitt möchte ich Ihnen zwei didaktische Perspektiven von Learning Analytics vorstellen, welche sich auf unterschiedliche Aspekte des Lernens und Lehrens beziehen. Die Verwendung von Learning Analytics eröffnet zahlreiche Möglichkeiten, um das Lernen und Lehren zu verbessern. Insbesondere unterstützt Learning Analytics das Learning Design. Das beschreibt die Planung und Gestaltung von Lernaktivitäten, Inhalten und Umgebungen, um gesetzte Lernziele zu erreichen. Das Ziel von Learning Design ist es, effektive Lernumgebungen und Prozesse zu schaffen, die auf die Bedürfnisse und Fähigkeiten der Lernenden abgestimmt sind und ihre Motivation und ihr Engagement fördern. Learning Analytics kann Entscheidungen über geeignete Lernaktivitäten und Umgebungen unterstützen, indem es Informationen bereitstellt, um besonders effektive Lernstrategien oder Methoden zu identifizieren und Anpassungen an der Lernumgebung zu ermitteln und umzusetzen. Außerdem kann Learning Analytics für die Unterstützung von Lernenden bei der Anwendung von Selbstregulierungsprinzipien eingesetzt werden. Selbstreguliertes Lernen bezieht sich auf die Fähigkeit von Lernenden, ihre eigenen Lernprozesse aktiv und selbstbestimmt zu steuern. Learning Analytics kann helfen, die Selbstregulierungskompetenzen der Lernenden zu stärken, indem es Feedback zu einzelnen Lernaktivitäten bereitstellt. Dadurch wird die Fähigkeit der Lernenden zur Selbstreflexion und Selbstkorrektur unterstützt. Wichtig ist jedoch, dass selbstreguliertes Lernen ein Paradoxon beinhaltet, da das Ziel des selbstständigen Lernens mit Mitteln erreicht werden soll, die zugleich eine Voraussetzung für dieses Ziel darstellen. Sie als Hochschullehrende bzw. Hochschullehrender spielen eine entscheidende Rolle bei der Begleitung selbstregulierten Lernens. Sie unterstützen Studierende bei der Entwicklung und Verbesserung ihrer Fähigkeit zur Selbstregulation und stellen Lernressourcen zur Verfügung, die helfen, ihre Lernprozesse zu organisieren. Weitere didaktische Perspektiven finden Sie im Handbuch. Ich möchte nun die wichtigsten Punkte aus dem Modul 1 für Sie zusammenfassen. Learning Analytics kann in verschiedenen Bereichen der Hochschullehre eingesetzt werden. Auf Makroebene können Informationen durch Learning Analytics unterstützte Entscheidungen über geeignete Lernaktivitäten und Lernumgebungen ermöglichen. Auf Mikroebene können aktivierende Lernaufgaben und Selbstlernsequenzen durch Daten gestaltet werden, die durch Learning Analytics gesammelt wurden. Durch den Prozess der Dateninterpretation können optimierte Lernstrategien entwickelt werden, was zu besseren Lernergebnissen führen kann. Lehrende können auf der Grundlage von Learning Analytics Anpassungen ihres Lehrarrangements vornehmen. Dabei ist es wichtig, einen umsichtigen Umgang mit den Daten der Studierenden zu gewährleisten und ethische und datenschutzrechtliche Aspekte zu berücksichtigen.